Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und ein letztes Mal heute mit Maurice. Und die Blogs waren aber alle super interessant. Junger Koi-Enthusiast, noch gar nicht mit 4 Jahren, noch gar nicht so lange dabei, hat draußen seinen ersten 30.000 Liter Teich verwirklicht. Vorher hast du nur mit Innenhälterungen gearbeitet. Wie viel hast du denn so gemessen immer oder hast du das auch so als alter Aquarianer Freischnauze gemacht? Ja, sicher habe ich oft gemessen. Mhm. Die Anlage läuft ja auch noch nicht so lang. Mhm. Und vorne nicht oft, aber vorne... habe ich vor ein paar Tagen, also Nitrit war mit den Tröpfchentests hellgelb, also nicht wirklich nachweisbar, also nicht genau definierbar. pH-Wert war ziemlich hoch, wenig Futter, niedrige Temperatur, ich denke, wird schon so um die 8 sein auf jeden Fall. Hier, und hier? Niedriger, hier denke ich so. Wie viel niedriger? Um die 7, 7,5 höchstens. Okay. Ich weiß, ich habe vorgestern Wasserwechsel gemacht. Ammonium drinnen und draußen? Draußen ist schwierig, weil ja, aber ich denke eher draußen nicht. Hier vielleicht niedrig. Nitrit hier wird so um die 0,1 sein, schätze ich. Mhm. Ja. Sauerstoff hier und draußen? Das würde mich mal interessieren, weil das kann man nicht gut messen. Das kann man wirklich nicht messen. Ja. Da kommt immer 10 raus. Ja, genau. Ist geil. Ja, die Fische liegen schon nebendran in der blauen Wanne, erstickt und die Tröpfchen zeigen 10 an. Das geht immer. Nee, vorne denke ich mehr als genug hier. Wie viel Wasserwechsel machst du hier? Hier, wie gesagt, also den Beetfilter spüle ich einmal die Woche. Da mache ich 50% und dann mache ich nochmal 50? So. Ja, nochmal 50. Nochmal 50. 100% in der Woche, ja, auch geil. Ja, wobei nicht ganz. Also ich mache ungefähr bis der Überlauf, also... Also 80%. 40%, ja genau. Ja, passt auch. Ja. Draußen Wasserwechsel? Einmal die Woche bis jetzt. Salz habe ich, wie gesagt, Anlage läuft einen Monat. Mhm. Jetzt habe ich noch 0,15, glaube ich, so in dem Dreh Salz. Also habe ich jetzt einmal die Woche schon so 30% gemacht, dass Salz auch rauskommt. Super. Und genau. So. Und hier 2 Highblows, die eine hat 20. 40 und 20. Genau. 14 und 20, würde ich 40 und 40 machen, aber wir sehen gleich, reicht ja. Und draußen hast du auch 2, ne? 80er und 40er. Super. Und Futtermenge draußen, 2 Handvoll hast du gesagt, ja, und hier 500 Gramm waren das, glaube ich. An guten Tagen schon. Wie gesagt, ich gucke mir die Fische an, wenn sie mal einen schlechten Tag haben, auch mal vielleicht nur 300, also voll nach Gefühl, wie auch ein Futterautomat. Und ja, genau. Also ich will jetzt mal so sagen, ach, Phosphat haben wir noch draußen und drin. Draußen kann es nicht viel sein, hier drin, vorgestern Wasserwechsel. Also auf jeden Fall mehr als draußen. Du bist spaßig, mein Freund. Wie viel? Ich weiß es nicht. Die Innenhälterungen variieren zwischen 1 und 10. Wo würdest du dich da finden? Im ersten Drittel, aber am besten. Also bei 2? So, 2, 3. Also ich will es jetzt mal so sagen, die Koi würden sich nicht nur freuen, wenn überall das Management so laufen würde wie bei Maurice, sondern wenn die Leute sich auch so gut über die Wasserwerte auskennen würden, über ihre eigenen, wie Maurice das tut. Und wenn sie mit so viel Gefühl rangehen. Maurice hat jetzt mit seinen Eltern die Möglichkeit, dass er hier arbeitet und die können von Hand füttern. Die Handfütterung ist immer noch besser als die Automatenfütterung, weil eben dieses Sensorische mit reinkommt. Wir haben einmal die Mathematik, so und so viel Prozent vom Körpergewicht pro Tag über so und so viel Fütterung. Ja, aber den Tag, wo die einfach eine Scheißkondition haben, weil sich gerade das Wetter gewechselt hat, weil irgendwas war, das wird da nicht mit berücksichtigt. Das mit berücksichtigst du. Das ist perfekt, was er macht, wie er es macht, wie viel Wasserwechsel er macht, wie er die Futtermengen anpasst. Wir haben im vorangegangenen Blog gesehen, wie die Fische wachsen. Und alles, was er über seine Wasserwerte gesagt hat, ist richtig. Draußen pH-Wert 8,2 hat er gesagt, 8, wenig Futter, wenig Fisch, neuer Teich. Hier hat er es auch richtig gesagt, irgendwo zwischen 7 und 7,5 ist er bei 7,4. Mit den Wasserwechseln von 80% in der Woche, das ist der Garant fürs Überleben. Er geht nicht die ganz hohe Temperatur, 27 Grad, wo er jetzt wahrscheinlich von Mai bis jetzt nochmal pro Fisch 5 cm mehr Wachstum gehabt hätte. Wenn aber von Mai bis jetzt irgendwas mit dem Strom passiert wäre, wären die Fische auch deutlich schneller tot gewesen. Also alles richtig. Phosphat draußen ist null. Null, also ist gar nichts drin. Das heißt aber auch, dass sie ein gutes Ausgangswasser haben. Hier ist es genau bei 2. Mhm. Sauerstoff draußen bei 10, bei 14 Grad, klar, überhaupt kein Problem. Hier bei 22 Grad, 8, und ein bisschen was. Also auch völlig ausreichend. Es wurde jetzt heute noch nicht die Riesenmenge gefüttert. Das Wasser sieht optisch, sensorisch sehr schön aus, gefällt mir. Es riecht auch nach Waldboden und stinkt nicht nach Klo. Also es ist wirklich so, wenn da was nicht passt. Das einmal pro Woche Filterspülen, das wäre mir persönlich jetzt ein bisschen zu wenig. Ich mag es eigentlich an so Innenhälterungen,
Wenn ich morgens an einem Becken hinlaufe und sehe, Wasser gefällt mir, dann ohne Gebläse, ohne alles, ein Beatfilter richtig zu spülen, heißt immer ein Programm abzuspülen mit Gebläse, sondern einfach kurz auf Rückspülen, dann wird der Dreck, der unten in der untersten Lage ist, wird einmal... Das mache ich aber bei dem Wasserwechsel. Das machst du beim Wasserwechsel. Da mache ich unten den Hahn dann auf. Da also das ist dann der zweite Wechsel. Da, lasse ich das, da kommt dann auch immer, wie du sagst, so dieses... Das Schmodder. Dieser Schmodder. Raus. Genau, das mache ich dann mit. Also der wird quasi zweimal die Woche auch rausgespült. Und jetzt natürlich das Wichtigste. Wir haben draußen viele Fische gesehen, in einem Teich, der einen Monat alt ist. Wir sehen hier 10 Fische ungefähr, 2, 4, 6, 8, 10, 9? 9 oder 10? 4, 9. Also die 9 Fische, sie sind alle perfekt drauf. Da hat nicht einer auch nur irgendwas. Wasser sieht draußen toll aus, sieht hier toll aus. Also, well done. Nitrit, ach ja, haben wir noch. Hier 0,1, draußen 0. Auch wie er gesagt hat, Ammonium weder drin noch draußen. Nachweisbar, nicht mehr in Spuren. Und alles andere ist eigentlich geschwätzt. Ja. Super. Bin begeistert. Mach weiter so. Dann kommen wir mal wieder. Gerne. Und dann bring ich eine VfB-Fahne mit. Wir bräuchten mal eine neue Konishi-Fahne. Ich habe es gerade vorher gedacht, Tim, schreib mal auf, dass wir mal wieder Konishi-Fahnen importieren. Ja. Hänge ich auch 2 auf. Okay. Wir überhängen dann. Nee. Wir bringen 5, das ist wie beim Überstreichen, du brauchst immer mehrere Lagen, ja? Ja, ja. Nee, nee. 8 Layer. Tim ist auch Layer 8. Jeder Informatiker lacht jetzt. Also, ciao.